Kinematik-Messzyklus Cycle 996. Der neue Kinematik-Messzyklus Cycle 996, der Sinumeric 840D, ermöglicht die Vermessung der Achskinematiken von Werkzeugmaschinen mit mehreren Rundachsen, ohne den bisherigen großen Zeit- und Kostenaufwand. Für die Vermessung müssen nur eine Kalibrierkugel und ein kalibrierter Messtaster an der Maschine vorhanden sein. Die Kalibrierkugel wird am Rundtisch befestigt und an drei programmierten Schwenkpositionen der Rundachsen die reale Kugelposition gemessen. Für jede Rundachse muss dieser Messvorgang an drei Schwenkpositionen durchgeführt werden. Im Film sehen Sie den Messvorgang am Beispiel einer Fräsmaschine mit Tischkinematik bei der Messung der C-Achse. Im Idealfall sollte der Abstand zwischen den Schwenkpositionen 120 Grad betragen. Mit dem Messzyklus können Auswirkungen von Temperaturschwankungen oder zum Beispiel Transformationsfehler aufgrund von mechanischen Schäden schnell erfasst werden. In der Regel erfolgt eine Vermessung der Kinematik bei Maschinenauslieferung. Aber auch zyklische Kontrollen zur Qualitätsprüfung können mit dem neuen Messzyklus schnell durchgeführt werden. Nach Beendigung des Messvorgangs werden die ermittelten Vektoren angezeigt. Diese Daten können zu Informationszwecken dokumentiert oder die neu ermittelten Transformationsdaten in der Steuerung hinterlegt werden, um die bisherigen Daten zu korrigieren.